Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Jetzt geht's auf zur Insel. Wir müssen einen Revierkampf beenden. Das kann nur lustig werden. Ich mache natürlich jetzt auch ab sofort, dass ich in jeden Monsterbau einmal reinrenne. Einfach um zu gucken, vielleicht finden wir ein gutes Ei. Wo man schon von spricht, da ist direkt eins. So, unterstützt ihr mich auch? Let's go check out where these turf wars have been happening. Sounds good. But what are we gonna be checking out? Wo die Viecher? Obviously we're going to find some monster tracks. Monsters leave traces behind wherever they go. We can follow those to wherever the monsters are now. Well, okay. But how are we supposed to follow a trail in such a huge area? Das geht schon. I've got us covered. Ta-da! You ever hear of scout flies? Whoa. Once we find the tracks, these little fellas will do the rest. For real? And anyone can use these flashy things? Even my buddy over here? Of course. They're a vital part of any rider's toolkit. Here, take some. Hey. Wir lernen, wie man sie nutzt. Wow. Cool sind sie auf jeden Fall. I'll show you what to do once we find some tracks. All right. Aber erstmal will ich mir ein Ei ergaunern. In der Hoffnung, dass mal ein Gutes dabei ist. Unter hinterlassen Spuren wie zerrissenes Gras oder Dung. Spähkäfer können dich mit ihrem Licht zu Monsterspuren führen. Sobald du ausreichend Spuren gefunden hast, können die Spähkäfer dich zu Monsterspuren. Und wenn sie ein großes Monster haben, leuchten sie rot. Okay, aber erst gehe ich da rein, weil ich gucken will, was für ein Ei wir kriegen. Dann mal gucken, was wir kriegen. Und... nein. Auch hier sagt der Kacke. Ist das letzte Ei. Hat sich nicht gelohnt. Ich glaube, in den ersten Gebieten kann man einfach kein gutes Ei finden. Ja, ein bescheidenes Vogelwahl von Ei. Hat sich nicht gelohnt. So, dann folgen wir mal den Käfern. Ich sehe da vorne noch eine Höhle. Über zwei. Zerrissenes Gras. Kann man die Kabis eigentlich bekämpfen? Ein Monsterbau. Ich habe ja diesmal Glück. So, beim Nest. Dann gucken wir mal. Mist. Mist. Und Mist. Nochmal Mist. Ich finde nur Misteier. Wenn ich sie wenigstens verkaufen könnte, dann würde ich wenigstens etwas hier raus mitnehmen. Okay, ich renne nicht mehr straight in jeden Monsterbau rein. Scheint sinnfrei zu sein. Ich glaube, um neue Monster zu finden, muss ich erstmal neue bekämpfen. Knochen. Ich habe mir übrigens nochmal 5 von diesen Donuts hergestellt. Rissiges Erz. In diesem Monsterbau offenbar. Oder? Nee. Erstmal die Pflanze hier. Dann die hier.
So viele Blaupilze, die ich gebrauchen kann. Ein halb verzehrter Pilz. Ah, dumm. Die haben eine Spur entdeckt. Jetzt muss ich nur dem Licht folgen. Der Richtung also. Ist der Cola Jakku gemeint? Nein, der Cola Jakku ist nicht gemeint. Oder? Doch. Soll ich mit dem Cola prügeln? Ja, aber den kennen wir ja schon. Also, bis gleich. So, der Cola Jakku war recht easy. Aber er ist nicht tot. Wir haben ihn nur verscheucht, offenbar. Ich musste nebenbei übrigens auch die Bnahabras bekämpfen, also die Sekten, weil sie um ihn herumschwirrten. So. Da ist ein Philozidrom. Wir wissen, wie es läuft. Velocidrom wurde auch fertig gemacht. Frage ist, rennt der auch weg? Anscheinend nicht. Oh, ich habe anfeuern gelernt. Ich rufe deinen Teammitgliedern aufmunternde Worte zu und stärke ihr Selbstvertrauen. Erhöht Elementangriffe für alle Verbündeten. Den habe ich diesmal mal umgebracht. So, ich soll hier hoch, ne? Ja, einmal außen rum. Das nehme ich mal mit. Die Larinoffe muss ich jetzt nicht bekämpfen. Ich frag mich, ob in der Höhle hier vielleicht mal ein gutes Ei drin ist. Leute, in der im Monsterbau sind mir Kornschuss in den Weg gelaufen. Die dürfen wir jetzt mal bekämpfen. Ich habe keine Ahnung, womit die kämpfen. Ich glaube mit Geschwindigkeit auf keinen Fall. Den glaube ich eher mal gehabt. Die lagen da einfach im Boden, im hohen Gras, die hat man echt gar nicht gesehen. Aber aushalten scheinen die nichts. Ich will Geschwindigkeit. Oh, die greifen mit Technik an. Scheiße. Autsch. Aber sie wurden besiegt. Ging auch recht schnell. Und das Nest ist direkt vor uns. Was schnarcht denn da? Ein Jakku. Er sagt, das ist schlecht. Oh. Ganz schön miefig, oder? Okay, das scheint ein besseres Ei zu sein. Damit, das nehmen wir. Das scheint auch mal gut zu stinken. Bin schon gespannt, wie sehr das beeinflusst. So, ich wollte jetzt hier hoch, ne? Genau diese Richtung muss ich. Also, ich kann doch ein gutes Ei hier finden. Oder besser gesagt, halbwegs gut. Oh, hi.
Ganz ruhig. Sneaky. Ja, leise. Das ist fein gemacht. Wir werden brennen. Boss feigt. Wenn ich mal ein richtiger Gegner bin. Ja, natürlich hat er uns gesehen. Du bist ja auch schuld dran. Deine Schuld, dass der Gian uns gesehen hat. Ich hab extra nicht den Namen angesprochen. Ich würde gerne mal anfeuern ausprobieren. Ach, kann ich mir aussuchen, wo ich draufschlage? Oh. Mist. Also er greift mit Technik an. Also muss ich mit Kraft angreifen. So, einmal anfeuern. Und solange halt die Frau mein Monster. Aua. Ich glaube, ich sollte ihn austauschen. Let's go, Jakku. Hau ihm auf die Mütze. Nee, ich kann nur den Kopf angreifen. Soll das aber auch mal mit einer anderen Waffe machen. Na dann, Hammer raus. Und drauf auf die Olga. Kann keine Fähigkeit einsetzen. Der Kopf ist auch immer gebrochen. Zack. Den Angriff finde ich mega cool. Boah, das macht so schön Schaden. Ich habe hier gerade mit den Tasten umgedreht. Ich kann keinen aussuchen. Ich könnte beschleunigen. Aber ich mache mal aufs Doppelte, damit das hier ein bisschen schneller geht. Gegen mich kommst du nicht an. Keine Ahnung, wie viel... Oh, er ist tot. Du kannst sagen, keine Ahnung, wie viel der noch aushält. Er hat sich in sein Nest verzogen. Okay, wenn ich jetzt sehe, in welches Nest er sich verzieht, dann gehe ich auf jeden Fall hinterher. Bei einem Kutku-Ei. Das wäre praktisch. Hätte ich ein Feuermonster. Da oben. Okay, und wenn man ein Monster auf dem Feld besiegt und es wegrennt, dann kommt offenbar sein Bau. Ach, Farbhölle, die kann ich doch noch gar nicht herstellen. Muss ich nicht suchen, ne? Eine Monster-Klopädie finde ich mehr Tipps. Ja, natürlich will ich ein Monster von denen. Also ich hätte gern schon jedes Vieh einmal. Dann würde ich mich freuen. So, hier ist jetzt das Ei. Es schnarcht. Ich will es aber ehrlich gesagt umbringen. Kriege ich nochmal mehr Materialien? So, habe ich ein gutes? Ich konnte nur eins. Ist ein Kutku-Ei. Ich nehme es.
Ich muss mir also merken, wenn die Viecher wegrennen, dann kann ich ein gutes Ei stibitzen. Also dann, das ist höchstwahrscheinlich besser. Was ist denn das? So, die Katze. Oh. Der Katzenwagen kann ich sofort zu Orten, die du schon mal besucht hast, oder einen Katzenwagen stand transportieren. Das ist aber nett. Oh, ich weiß, wie das ist. Es ist nicht sanft. Nein, wird's nicht. Die werfen dann immer einfach auf den Boden. Und das ist immer hundsgemein. Jedes Mal tut mir der Kopf weh. Sag ich doch. Könnt ihr einen nicht anständig transportieren? So. Ich will einmal das gute Ei. Also, da stand ja Miefig. Guter Geruch heißt das. Aber das und das können weg. Das ist höchstwahrscheinlich ein Ei vom Giancotico. Und das andere, ich hoffe mal mehr, dass es Larinov als Afotonov ist. So, hier hieß es guter Geruch. Manche Monsters können mit regenbogenfarbenen Genen lüpfen. Es ist ein freies Bingo-Gen, das mit jeder anderen Farbe oder jedem anderen Monster für einen Bingo-Bonus kombiniert werden kann. Ich kann immer nur ein freies Bingo-Gen haben. Okay. Und mein Kutkuai. Ja. So. Du bist der Erste, der von mir einen Namen kriegt. Du bist Sven. Weil du das erste gute Ei bist. So, den nehme ich mit. Geninfo. Ich glaube, es ist halt trotzdem wichtig, was ich mitnehme. Also ich nehme halt trotzdem jetzt alle mit. Aber ich glaube nicht, dass das Foto noch gut ist. Ich glaube es wirklich nicht. So, die Quest kann ich einreichen. Sven hat direkt ein Level Up gemacht. Oh, jetzt habe ich die Farbwelle endlich. So, 10 Steine wieder haben. Da kriege ich Erdkristalle. Ich guck dann auch hier beim Schmied. Welcome. Kann ich eine gute Waffe herstellen? Unentaubter. Hat Feuer mit drauf. Und ist wieder eine Ecke stärker als meine jetzige. Damit habe ich ein Kutko-Schwert. Den Spieß, den kann ich nicht noch herstellen, ne? Nee. Wird aber mein nächster Hammer. Verbessern kann ich es wahrscheinlich auch nicht. Nee, dafür muss ich erst mir Kutkos erlegen. Siehst du mit einer Rüstung aus? Passt nicht. Was ist denn das für eine stylische Rüstung? Finde ich gut. Und ist, glaube ich, auch besser als meine jetzige.
Aber ich habe nicht genügend Panzer. Jetzt könnte ich hier mit einem Anzug rumrennen. Und die wollte ja, dass ich Käfer ummiete. Hey. Hi there. Ja, dafür habe ich einen Tischlerkäfer umgekriegt. Ja Leute, ich würde aber sagen, dass wir hier dann jetzt für heute Schluss machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Das würde mich freuen. Tschüss!